Tödliche Verletzungen zog sich am Freitagmorgen um 9.35 Uhr ein 52 Jahre alter Pkw-Lenker aus Graben-Neudorf zu. Der Mann fuhr auf der Bundesstraße 35 als fünftes oder sechstes Fahrzeug in einer Fahrzeugschlange Richtung Germersheim. Aus nicht erklärbaren Gründen fuhr er aus der Fahrzeugkolonne heraus auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Lastzug. Durch die Kollision wurde der Pkw auf den rechten Fahrstreifen zurückgeschleudert und kam dort im Straßengraben zum Stehen. Der Lkw wurde nach rechts abgewiesen und rutschte in den Straßengraben. Der 52-Jährige wurde in seinem total demolierten Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Person ist im Fahrzeug Wrack noch eingeklemmt und wird jetzt von unseren Feuerwehrkameraden eben geborgen. Es sind auf jeden Fall Freiwillige, die auch leider schon diese Aufgabe des Öfteren gemacht haben. Also wir achten da schon drauf, dass eben geschulte Leute das machen. Der Fahrer des Lkw erlitt einen Schock. Für die Unfallaufnahme und der aufwendigen Bergung der Fahrzeuge musste der Streckenabschnitt voll gesperrt werden. Da zudem noch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, muss das Erdreich in diesem Bereich abgetragen werden, weshalb die Sperrung noch für einen unbestimmten Zeitraum aufrechterhalten werden muss. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.